Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ach so, okay, mich nervt's auch. Ja, ich bin jetzt hier ein bisschen reingejoint in Ghost und habe natürlich gleich von meinen PSN-Freunden gesagt bekommen, bloß nicht Ghost spielen. Ja, ich spiele jetzt Ghost, aber natürlich würde ich das niemals jetzt hier let's playen ohne einen ersichtlichen Grund. Und zwar der Grund ist einfach, das, um mit dem Spiel nochmal abzurechnen. Ich habe ja ein Video gemacht, aber da habe ich einfach ein bisschen, war einfach zu kurz, um wirklich mit einem Call of Duty abzurechnen. Was mich an diesem ganzen Call of Duty Spiel nervt, ist einfach jetzt zum Beispiel ein Punkt, ist die Grafik. Ich meine, warum bekommen die Entwickler von diesem Spiel es nicht hin, dass der Multiplayer auf der PS3 nicht genauso aus, oder besser gesagt die Grafik, wie im Singleplayer ist. Und zwar ist es kein Geheimnis, dass der Singleplayer-Modus einfach eine bessere Grafik hat. Die Waffen sehen einfach voll verpixelt aus, das ist egal, ob du jetzt einen Full-HD-Fernseher hast. Scheiße, Mann, egal. Der Multiplayer sieht scheiße aus. Und jetzt muss ich hier mal ein paar Leute muten, weil ich sonst nicht aufnehmen kann. Das regt mich einfach auf, Leute. Ich meine, in einem Let's Play wird alles hochskaliert auf 1080p. Und das ist auch so ein Grund. Ach, guck mal, Call of Duty sieht so geil aus. Ja? YouTube-Videos sagen nichts über die Grafik aus. Das wird alles hochskaliert. Euch ist bestimmt auch schon mal aufgefallen, die Texturen von den Autos, von den Panzern im Multiplayer, der letzte Husten. Dagegen ist der Singleplayer ein Sahne plus, Baby. So, genau. Dann noch diese erhöhten Preise, die man da verlangen tut, für diesen ganzen Map-Packs. Ja, wirklich, bei mir bei Google Plus werde ich voll gespammt mit Doppel-EP und Map-Pack plus da Map-Pack irgendwas. Oder neue Waffen, hier nur 99,95 € für das Kartenpaket. Warum soll ich denn für ein Kartenpaket Geld bezahlen? Sieht doch eh scheiße aus. Ehrlich jetzt, und im Spiel sind sowieso nur Hacker, die haben ja nicht mal eine richtige Sicherheitssoftware. So. So sieht's aus. Ja, ich habe natürlich schon mit anderen Leuten diskutiert, was an Call of Duty gut ist. Natürlich, im Team arbeiten kann man. Und wenn man jetzt, was heißt im Team arbeiten? Ich meine, das ist Battlefield da eher geeignet, im Team zu arbeiten. Ich meine, wie will man in einem Call of Duty im Team arbeiten? Lauf mal nach vorne, da ist die Karte schon so Ende. Wie zum Beispiel hier. Ich komme nicht mehr weiter. Ist echt blöd. Und ich meine, in Call of Duty ist es doch immer das Gleiche hier. Auf der Map rumlaufen. Ein töten. 10 Minuten abwarten. Da zocke ich doch lieber mal in Battlefield, wo ich einfach viel, viel mehr habe. Eine viel bessere Grafik. Eine viel bessere Spielweise, taktischere Spielweise, anstatt so eine blöde, camperverzierte Call of Duty. Die Zukunft von Call of Duty wird nicht gut aussehen, das kann ich euch sagen. Lange kann dieser Hype nicht mehr mitgehen. Es wird irgendwann mal enden. Und Call of Duty wird untergehen. Das ist hart, was ich sage. Aber Call of Duty wird sich nicht durchsetzen. Ein Battlefield wird sich durchsetzen. Oder vielleicht kommt sogar was Besseres raus. Aber nee. Nee. Glaube ich nicht, dass sich das durchsetzen wird. Jo, ich sage jetzt einfach mal ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Hier habt ihr nochmal meine Ding. Meine Quote. Haut auf jeden Fall rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und das ist auch das letzte Video von Ghost. Offiziell letztes Video. Ciao.